Lava ist immer in Bewegung mit grenzenloser Energie. So erlebt man es unter anderem auch in Düsseldorf auf einem charmanten Hinterhof in Flingern. Die Wurzeln von Lava Labs liegen im Bereich der digitalen Bildbearbeitung von nationalen, internationalen Spielfilmen und TV-Spots. Und diese Gestaltungskompetenz haben wir uns zum Nutzen gemacht, um jeglichen digitalen Content zu generieren und einen Innovationshub zu gründen. Zu Winden sind wir auf 2.500 Quadratmetern, digitale Erlebnisfläche, wo immer wieder Neues zu erleben und zu entdecken ist. Die Synergien, welche wir hier gemeinsam mit den Hochschulen und einem Medientechnologieunternehmen entwickeln, sind genauso unberechenbar wie pure Lava. Da gibt es zum einen die immersiven Technologien, VR, AR, Mixed Reality. Das sind natürlich nach wie vor Top-Technologien, in denen wir versuchen, Projekte zu entwickeln, die auch Anwendung finden bei der Masse der Nutzer, weil das ist aus meiner Sicht, VR ist immer noch ein Spezialgebiet für den Games-Bereich. AR findet immer mehr Anwendungen, zum Beispiel im Bereich Lernen. Wir haben eine App entwickelt für den WDR, wo es darum geht, Menschen, die den Krieg als Kinder erlebt haben, nochmal als Zeitzeugen in Szene zu setzen. Die Idee ist es, eine AR-Anwendung, also Augmented Reality, zu schaffen, die eben dem Endnutzer ein Gefühl davon vermittelt, wie die Menschen den Krieg selbst erlebt haben. Man muss sich vorstellen, die Interviewpartner waren in der Regel zwischen 85 und 90 Jahre alt. Wir mussten erstmal erklären, was bedeutet denn Augmented Reality als Technologie? Und wir haben eben aus drei Perspektiven Kriegskinder interviewt, die wir in St. Petersburg gefunden haben, in London gefunden haben und eben in Köln, um auch verschiedene Sichtweisen darzustellen. Und ihr müsst euch vorstellen, dass die Anwendung da ein Gefühl vermittelt, als wenn die Oma ihren Enkeln vom Krieg erzählt. Oder wenn eine ältere Dame, ein älterer Herr in ein Klassenzimmer geht und von seinen eigenen Kriegserlebnissen erzählt. Und das Ganze haben wir eben in AR, Augmented Reality, umgesetzt und dann mit digitalen Assets erweitert. Also auf der einen Seite fliegen dann digitale Bomber durch dein persönliches Wohnzimmer oder in der Schule erlebst du einfach wie war es in einem engen Bunker, wo es eigentlich viel zu eng war. Und die Perspektive ist eben die Perspektive der Kinder. Und ihr müsst euch vorstellen, dass halt in einem Bunker, wenn man da steht als Kind, es gibt nur genug Platz, dass man überhaupt stehen kann, dann sind alle anderen viel größer als man selbst. Und man musste über Stunden ausharren. Und das haben wir eben versucht, in diesen digitalen Anwendungen rüberzubringen. Mit unseren Kunden versuchen wir einen Weg zu finden, dass wir sie eben nicht mit Fachwörtern von unserer Technologie versuchen zu überzeugen, sondern wir versuchen den Kunden mitzunehmen, dass er selber in der Lage ist, die Entscheidung für die richtige Technologie zu treffen. Und dafür müssen wir ihn wissend machen und nicht andere für ihn entscheiden lassen. Und das machen wir eben im Rahmen von Workshops, Exklusivterminen oder wenn wir gemeinsam eine Idee entwickeln.